geht gerade wieder mit dem Glaskörper weiter und Sie kennen es wahrscheinlich auch aus Ihrer Sprechstunde, ich kann damit nicht mehr leben. Sie sehen das schön. Der gleiche Patient? Ja. Genau. Dass die wirklich was ausmachen, das fand ich auch ganz interessant. Reduzierter Kontrast mit Floatern. Das hat der Seebeck, das ist quasi auch so der Godfather of Vitreous, der das letztendlich untersucht hat und festgestellt, dass sie dann doch ein besseres Kontrastsehen haben nach der Vitrektomie. Das heißt, die Patienten, die profitieren wirklich schon davon und es ist nicht einfach zu sagen, der Visus ist doch gut. Es ist auch die Sehqualität, was das Kontrastsehen angeht. Auch das ist aus einer Publikation, ein Patient mit einer hinteren Glaskörperabhebung, was man auch im OCT dann ganz gut darstellen kann. Und das, was Sie auch vorhin gesagt haben, diese dunklen Schatten, damit sieht man es eigentlich auch ganz gut. Auch hier war es so, dass die Patienten durch diese hintere Glaskörperabhebung ein schlechteres Kontrastsehen bekommen haben, was sich dann nach der Vitrektomie deutlich verbessert hat. Ich glaube, in Mainz habt ihr das ja mal untersucht, wie hoch die Glaskörperabhebung nach Kataraktoperation ist. Und es ist ja nicht selten, dass die Patienten dann kommen nach 4 Wochen und sagen, es ist schlechter geworden. Und dann sieht man, dass die Patienten eine hintere Glaskörperabhebung haben. Und das ist auch ein Grund dafür, warum das Sehen dann schlechter geworden ist. Und es scheint bei uns so ein bisschen zu sein, dass die Patienten mit einer Multifokallinse da auch eher ihnen das auffällt. Auch das haben, zeigen die Studien, dass diese diffraktiven Strukturen auch diesen Glaskörper dann ganz anders Streulicht verursachen und die Patienten mit einer hinteren Glaskörperabhebung und Multifokallinsen wohl doch eher gestört sind. Herr Oerhoff, der YouTube-Star, wie Sie sehen, mit knapp 28.000 Aufrufen, da ist sogar unser Marketingchef. Das ist schon, da müssen wir natürlich noch hinkommen, wir in Düsseldorf, so weit sind wir noch nicht. Das ist das, was ich noch aus dem Pathologiebuch irgendwie. Das Melanom ist nicht wichtig, aber dass der auch eine hintere Glaskörperabhebung haben kann, so ein Patient mit einer Astrohyalose, und das sehen Sie hier, der hat nämlich nicht das stört ihn, sondern die hintere Glaskörperabhebung mit der Glaskörperverdichtung, das ist das, was ihn gestört hat. Und das geht sogar mit der Vitreolyse-Laser, das hat die Frau Fulger, die eigentlich das jetzt nicht hauptberuflich bei uns macht, aber quasi alle JAK-Vitreolysen durchführt, die hat das gelasert und das hat auch gut funktioniert. Das heißt, der Patient war dann danach beschwerdefrei. Ich wollte einfach mit Ihnen ein paar Patienten durchgehen, das, was so in der Praxis, würde ich sagen, fast täglich dann auftrifft. Patient mit Glaskörpertrübung seit einem Jahr und sie machen wirklich diese Optomed-Aufnahmen. Meistens sieht man was, in diesem Fall hat man das nicht gesehen, links nichts gesehen, rechts nichts gesehen. Sie müssen dann auch, wenn Sie diese Patienten haben, wenn Sie dann wieder 90er dann schauen und dann wirklich in den Glaskörper fokussieren, dann sehen Sie dann schon diese Glaskörpertrübungen. Bei dem Patienten war das nicht möglich, wenn man so eine Autofluoreszenzaufnahme durchführt, auch da sieht man diese Schatten dann. Auch in diesem Fall war das linke Auge und das rechte Auge in Ordnung, das OCT auf dem linken Auge und dann auf dem OCT hat man doch diese Trübungen gesehen und das ist das, was den Patienten auch gestört hat. Und meistens hilft das auch, wenn man dem Patienten das zeigen kann, die Bilder, dann ist der Patient beruhigt, der dreht sich dann direkt zu seiner Freundin um und sagt, dann siehst du, ich bin doch gar nicht, ja. Aber hier sieht man, dass es eine Lakune ist. Ja. Mhm. Ja, da ist er noch nicht abgehoben, der Glaskörper. Das ist eine Lakune, genau. Das heißt, er kann dann auch der Freundin beweisen, dass er nicht ganz durchgedreht ist, sondern wirklich diese Trübungen hat. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man diesem Patienten helfen? Die JAK-Vitreolyse geht in diesem Fall nicht, sollten Sie nicht ausprobieren, weil Sie brauchen dann schon diesen Sicherheitsabstand, die 2 Millimeter von der Linse und auch von der Netzhaut, damit sie nicht die Linse treffen oder auch nicht die Netzhaut quasi beschädigen. Das heißt, das funktioniert nicht. Das ist einfach zum Demonstrieren, diesen Schatten, den eigentlich diese Floater dann werfen auf die Netzhaut. Das war jetzt nicht dieser Patient, den wir operiert haben, aber einfach um klarzumachen, wie dem Patienten das eigentlich stören kann, dieser Schatten, der hin und her geht.
Dann war die Frage, wie kann man diesen Patienten denn helfen? Das sind wir mit unserem Physiker, Herr Hagen, sich das irgendwie, habe ich ihm das gesagt, warum wir eine ganz bestimmte Therapie machen? Da hat er gemeint, na, das ist ja der Flotterschaden wie Mond und Erde und hat es dann gleich irgendwie noch berechnet. Das will ich Ihnen sparen. Was aber letztendlich rauskommt, ist, einfach vom Prinzip her ist es so, dass wenn der Flotter sehr nah an der Netzhaut ist, dann wirft er natürlich einen ziemlich kräftigen Schatten. Je näher er da ist, desto kontrastreicher wird er. Der verliert aber an Kontrast, wenn die Pupille weit ist. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie den Patienten zur Funduskopie weit getropft haben, dann sagt er, naja, jetzt sind Sie ja fast weg oder ich sehe Sie nicht mehr. Und das war so ein bisschen der Aufhänger für das, was wir danach gemacht haben. Das ist das, was der Physiker dann simuliert hat. Ich habe gesagt, Ihre Gleichungen brauche ich dann gar nicht. Zeigen Sie uns einfach mal, was passiert. Und das ist wahrscheinlich jetzt sehr langsam. Das war in der Simulation ein bisschen. Aber das soll eigentlich der Effekt sein. Das heißt, je größer, sehen Sie, die Pupille wird, desto weniger kontrastreich wird dann der Schatten, den der Patient sieht. Und das ist etwas, was man sich dann, glaube ich, zunutze machen kann. Und zwar, ja, das ist eine normale Pupillenreaktion. Wir haben eine Dynamometrie durchgeführt, das heißt, der Patient schaut rein unter mesopischen Bedingungen, dann geht das Licht an, die Pupille wird eng, dann haben Sie die Miosis und dann wird wieder die Dilatation. Was passiert, wenn Sie Atropin geben? Und zwar 0,01%, da haben wir letztes Jahr drüber geredet, gerade zur Myopie-Hemmung, wenn Sie das geben, dann wird die Pupille weiter, so im Schnitt um 0,9 mm, aber dieses Pupillenspiel, das ist da, das heißt, wenn Licht reinkommt, wird die Pupille eng. Das haben wir dann mit verschiedenen Dosierungen durchgeführt, 0,05% und 0,01%. Und Sie sehen, dass man mit 0,05% auch eine signifikante Dilatation hat, aber die nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie mit 0,01%. Was die Akkommodation angeht, da ändert sich jetzt eigentlich nicht so viel. Das sind gerade mal 1,2 Dioptrien und je nach dem Alter macht es natürlich nicht so viel aus bei den Patienten, wenn sie diese Tropfen nehmen. Bei den Kindern eigentlich überhaupt nicht, bei den Älteren, bei 50 könnte das ein bisschen was ändern. Aber das ist letztendlich nur 1 Zentimeter. Bei den 0,01% sind es immerhin 5 bis 4 Zentimeter. Es gibt eine Arbeit, die auch noch gezeigt hat, dass wenn die Pupille ein bisschen weiter wird mit diesen 0,01%, ändert sich am Visus nichts. Das heißt, die Sehkraft bleibt die gleiche und wir haben eine leichte Vergrößerung dann der Pupille. Und das haben wir uns auch zunutze gemacht. Das heißt, Patienten, die diese Floater haben und vielleicht nicht zur Vitriolyse dann in Frage kommen, die kriegen von uns die 0,01% Augentropfen. Und damit kriegen wir das schon hin, dass die Patienten damit erstmal über die Runden kommen und eigentlich sehr viele ganz glücklich sind. Bei diesen Patienten war das aber leider nicht der Fall. Die Atropinen haben da nicht geholfen und das sind jetzt so die Fragen, die man dann quasi in die Runde geben kann. Vitrektomie bei jungen Patienten, wie hoch ist das Risiko, dass sich da die Netzhautlöcher entwickeln können oder innerhalb der ersten 3 Monate? Wenn man dann operiert, wenn Sie einen 25-jährigen Patienten haben, machen Sie gleich die Linse mit oder nicht? Wie sieht es denn aus in Bonn? Bei einem 25-jährigen Patienten? Ja. Da mache ich die Linse garantiert nicht mit. Okay. Aber eine Vitrektomie würdest du schon durchführen mit hinterer Glaskörperabhebung komplett? Ja, ich mache es folgendermaßen. Wenn jemand mit dieser Fragestellung kommt, was mir ganz wichtig ist, nicht sofort eine Entscheidung zu fällen. Ich sage ihm vorne weg, okay, wir haben Zeit, wir besprechen das alles in Ruhe und heute wird keine Entscheidung gefällt. Da will ich ein bisschen die herausfiltern, die, das hat der Professor Hörhoff gesagt, die tatsächlich ganz andere Probleme haben. Kläre dann auf und bestelle den Patienten nochmal, kommen Sie nochmal in einem halben Jahr wieder. Und wenn er dann noch die Beschwerden hat und wenn er mir das sozusagen nachweislich sagen kann, naja, ich habe die Beschwerden, ich bin Schütze bei GSG 9, ich muss tatsächlich den Terroristen treffen, dann würde ich mich tatsächlich, oder vielleicht auch ein Zeichner ist oder tatsächlich beruflich den Nachweis bringt und das glaubhaft darlegen kann und nicht psychosomatisch gestört ist. Und das finde ich eben raus, wenn er ein zweites Mal kommt und immer dasselbe wieder sagt und das Ganze letztendlich nachvollziehbar ist. Ja, da scheue ich auch nicht dafür, einen 25-Jährigen zu vitrektomieren. Ohne Linsen-OP dann? Ohne Linsen-OP. Und wie sind die Erfahrungen
wenn man dann nach einem Jahr die Linse operieren muss, haben Sie dann ein höheres Risiko für eine Amotio oder? Ich würde gerne der Linse eine Chance geben. Ich habe Fälle gesehen, die tatsächlich 6, 7, 8, 10 Jahre klar geblieben sind. Ich habe keine wirkliche Erklärung dafür, ich habe aber eine Hypothese, dass die vordere Glaskörpergrenzmembran liegt der Linse ja an. Das ist etwas, worüber wir überhaupt nicht sprechen, weil wir immer die OCTs von der Netzhaut machen. Und die vordere Glaskörpergrenzmembran, wenn der meines Erachtens, es ist nur eine Hypothese, erhalten bleibt, hat die Linse eine gute, und wenn der nicht sowieso nicht abgehoben ist, altersbedingt, hat die Linse eine gute Chance, eine längere Zeit zu überleben. Gleichwohl, ich kläre den Patienten natürlich auf, dass die Katarakt kommen kann. Ist das Risiko einer Ablatio dann erhöht? Ich weiß es nicht. Mhm. Würdest du dann eine Multifokallinse implantieren, oder? Es kommt drauf an. Also wenn der Patient es wünscht, vielleicht vorher noch Hyperop war oder Emmetrop, ist es eine gute Indikation. Wobei ich persönlich Probleme habe, die Multifokallinse noch einseitig zu operieren. Also man müsste überlegen, was ist mit der anderen Seite. Und im Zweifelsfall würde ich noch vielleicht deinen Rat dazu einholen. Du kennst dich ja mit Multifokallinsen extrem gut aus. Also ich hätte noch Probleme damit, einem 25-Jährigen, der dann einseitig vitrektomiert wurde, eine Multifokallinse reinzusetzen. Ich weiß es nicht, ob es gut klappt oder nicht. Möglicherweise ja, ich weiß es nicht. Herr Auffarth, klappt das, einseitige Multifokallinse bei jungen Patienten? Ich meine, wir haben ja mit traumatischer Katarakt, da haben Sie doch wahrscheinlich schon... Das ist jetzt ja eine ganz andere Frage. Ich meine, also ich würde nie einen 25-Jährigen, wenn der wegen einem Floater kommt, quasi schon die Multifokallinse ausrechnen. Ja, also das ist dann wirklich schon 3 Schritte zu weit gedacht. Ja, wie er auch sagte, es gibt natürlich Möglichkeiten, man muss ja auf den Patienten schon eingehen, man kann ja einfach sagen, das mache ich nicht oder Sie sind ein Spinner, aber wenn man ihn mehrmals angeschaut hat und der Leidensdruck ein gewisses Ausmaß hat, kann sein, dass man da irgendwann zusammenkommt, wenn man auch ein Substrat hat. Ja, aber selbst dann würde ich eventuell sagen, ich mache es nicht oder so, das weiß ich jetzt nicht. Das ist sehr konstruiert, aber es gibt natürlich so Zwischensituationen, wo der Patient dann schon ein bisschen älter ist und so weiter. Einseitig eine Multifokallinse ist heutzutage eigentlich nicht notwendig. Man hat andere Möglichkeiten, ein bisschen mehr Tiefenschärfe oder sowas herzubringen, wenn man das will. Ich habe so ein paar traumatische Patienten gehabt, wo wir eben mal keine Multifokale, sondern so eine EDOF-Linse oder eine Low-Ed-Linse oder sowas genommen haben, die auch ausgereicht haben und schon ein bisschen mehr war als eine Standard-Monofokale. Die ist einseitig ganz gut verträglich. Ja. Ist ja nicht so ein abgehacktes Sehen wie jetzt eine Bifokal-Linse. Hängt natürlich auch davon ab, wenn der Patient... eine hohe Ametropie hat, dann ist es ja eine ganz andere Geschichte, als wenn er mehr oder weniger ametrop ist. Ne? Deswegen, man hat da schon Möglichkeiten, das muss man schon sagen. Und theoretisch hat man immer die Möglichkeit, Monofokallinse und dann später eine Add-on, die multifokal oder sowas ist. Das kann man ja auch nochmal dann später sehen. Also man hat Möglichkeiten, den Patienten zu behandeln. Nächster Patient, Frage, glaube ich, Patient von dir, Carsten, war mit Frage Makula Packer. Visusabfall, Zunahme von Metamorphopsin. Das reicht, glaube ich, nicht aus, wenn man das OCT alleine zeigt. 27 Jahre alt. Und so sieht der Fundus aus. Vitrektomieren. Mit Peeling. Ich zu dem Patienten, ich kannte den schon relativ lange. Er hat ja auch peripher diese extremen Veränderungen und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht durch das, weil ich habe ihn mehrfach peripher gelasert, an Traktionsstellen, an Stellen, wo wir gefürchtet haben, dass sich Foramina bilden. Und das haben wir noch mit dem alten Argon-Laser gemacht und der ist relativ pigmentiert, die sind recht hart angegangen, ob wir nicht durch das Lasern auch ein wenig den Packer mit induziert haben, aber er hat einen ganz verdichteten Glaskörper, aber da war genau die Frage, junger Mann, soll ich den vitrektomieren, komplett vitrektomieren, was ich mir bei diesem Befund nicht getraut habe, weil ich einfach ein massiv erhöhtes Risiko gesehen habe, die Peripherie einzureißen und der endet dann in einer PVR, die ich nicht mehr beherrschen kann. Und
Soll ich jetzt weitermachen? Nee, nee. Achso, du machst jetzt weiter. Das ist dann nach ich will das nicht verraten. Nein, nein. Ich habe deine Planung nicht. Das ist das Bild nach der Operation, hat sich nicht groß was verändert, wenn man Fundus anschaut, aber die Makula dann schon. Das war ein Peeling ohne Vitrektomie. Ja, also der hat, man sieht das auf den Weitwinkelaufnahmen nicht so gut, aber es ließ sich, dieser Packer ließ sich relativ gut identifizieren. Mhm. Auch ohne anzufärben, und den habe ich dann einfach gepeelt, ohne den Glaskörper rauszunehmen. Also tatsächlich über 27 Gauge, Pinzette rein, das bisschen abgezogen, nicht vollständig, und den Rest des Glaskörpers belassen. Weiß das nicht, ob das eine gute Idee war, das muss ich hier mal fragen. Also, der Erfolg. Das ist das Partnerauge. Ja, aber das andere Auge gibt ja vom Verlauf her zumindest insofern recht, als dass die Netzhautdicke zentral weniger war. Sind die Metas auch weggegangen? Ja. Also ist ja ein spannender Fall, weil 80%, wenn eine Gliose vorliegt, ist der Glaskörper abgehoben. Jetzt frage ich mich bei dem, ist der Glaskörper überhaupt ab? Der ist ja nicht alt. War das ein vitromakuläres Traktionssyndrom, die ja oft auch eine Gliose drunter haben? Und ich frage mich halt, was sie gepeelt haben, weil darauf war ja jetzt nochmal eine Gliose. Das spricht ja eher für ein vitromakuläres Traktionssyndrom. Und das kann auch schief gehen. Mit 27 Gauge ist Instrument klein, sicher transvitreal, ist auch beschrieben in der Literatur, gibt so zwei Stellen dazu. Und wenn man eine Gliose-Schicht quasi nimmt und die Symptome rückläufig sind, Trokar geführt, wenig Risiko, keine Glaskörperabhebung durchgeführt, ist ein gangbarer Weg. Aber würde ich halt einen Patienten auch darüber aufklären, dass es sein kann, dass die Symptome bleiben. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ist ein Weg, der vielleicht sogar gar nicht schlecht war hier. Weil ich hätte auch einen Mordsrespekt gehabt vor diesen peripheren Degenerationen. Ich hätte die Entscheidung für mich halt getroffen, Vitrektomie komplett oder nicht. Das ist das. Und in dem Sinne, ich finde das nicht schlimm, wenn außen so die Herde so stark angegangen sind. Das ist nicht so. Ich denke, das Gliose-Risiko ist hier wahrscheinlich genauso hoch, weil der Stimulus durch die Peripherie relativ hoch ist. Wenn da nicht kleine dünne Löcher drin sind, ein bisschen Pigmentzugang ist, ob das hier wirklich der Laser war, der die Gliose verursacht hat, ist die Frage. Das ist das Partnerauge, und da ist es so, dass dieser Glaskörperstränge, die er da drin hat, ihn gestört haben. Und das sieht man auch, diesen Schatten, den der wirft, auf das OCT und auf die Makula. Und da jetzt die Frage, wie man ihm da helfen kann. Das ist die Frau Fulger, die dann gesagt hat, gut, dann laser ich doch mal hier diese Stränge einfach durch. Das geht, dauert nicht sehr lange. Sie sind quasi jetzt live mit dabei, wie so eine Vitrolyse durchgeführt wird, in diesem Fall von diesem Glaskörperstrang. Nur den einen einzigen, der eigentlich dazu geführt hat, dass dieser Schatten geworfen wird. Und das war dann auch erfolgsversprechend. Das hat sich dann quasi retrahiert an der Stelle. Und Sie sehen auch jetzt in der OCT-Aufnahme, dass dieser Schatten nicht mehr da ist. Und der Patient war eigentlich ganz zufrieden. Das heißt, in diesen Fällen kann man diese Vitrolyse dann auch durchführen. Nächste Patientin, OCT-Befund wieder. Und das ist, glaube ich, jetzt so eine klassische Indikation für die Vitreolyse. Ich glaube, da wird sich erstmal nicht lohnen, dass man da vitrektomiert. Auch hier sehen Sie, wie schnell eigentlich sowas gehen kann. Frau Fulger braucht, glaube ich, mittlerweile so, in dem Fall waren es, glaube ich, 3-4 Minuten, aber länger als 10 Minuten lasert sie eigentlich nicht mehr. Ist er eigentlich hier im Raum? Ah, da ist er ja. Das heißt, wenn Sie danach später noch Fragen haben, wie man das richtig lasert, da ist quasi die Hauptperson, die Ihnen das dann erklären kann und Ihnen auch noch ein paar Tipps und Tricks gibt, wie man da ziemlich schnell zum Erfolg kommt. Das heißt, das, was Sie gerade gesehen haben, dieser kleine Floater, das ist eigentlich so die Indikation für die Vitrolyse. Aber wie Sie gesehen haben, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man den ganz geschickt einsetzen kann. Das war dann nach der Vitrolyse, und Sie sehen, der Floater ist dann weg. Nächster Patient sieht
schlecht den Glaskörpertrübungen. Wir machen immer die OCT-Aufnahmen. Wir machen auch hier das Optomed. Auch das ist eigentlich so ein Kandidat, der für die Vitriolyse sehr gut in Frage kommt. Aber auch da gibt es Patienten, die sehr ängstlich sind und die müssen schon ziemlich gut mitmachen während der Vitriolyse. Und wenn das nicht klappt, dann kann man halt nicht immer garantieren, dass wir die Floater direkt wegkriegen. Das war nach der ersten Vitriolyse. Dann hat er doch noch ein paar Floater gehabt, die ihn gestört haben. Dann muss man das fünfte Mal ran. Das heißt, da müssen Sie auch ein bisschen Geduld haben. Das ist nicht einfach so eine Prozedur, was Sie mit einem Mal alles wegbekommen. Auch mit dem Patienten lange reden. Und das kann schon mehrere Sitzungen dann hinnehmen. Aber auch da werden Sie Patienten haben, die denen immer noch ein paar Trübungen stören. Und da hilft dann nur noch die Vitrektomie. Das heißt, bei diesen Patienten mussten wir dann eine Vitrektomie durchführen und danach war er dann beschwerdefrei. Das haben wir dann kombiniert mit einer Multifokallinse, mit seinem jugendlichen Alter. Und die Glaskörpertrübungen auf dem linken Auge, da haben wir die Vitriolyse dann nicht durchgeführt und haben dann direkt letztendlich eine kombinierte Operation durchgeführt. Und dann sehen Sie auch hier, die peripheren Netzhautdegeneration, die er gehabt hatte, muss man dann doch lasern, wegen der hinteren Glaskörperabhebung, die wir induziert haben, hat einen Foramen entwickelt, aber das ging eigentlich ganz gut zu beheben. Das heißt, in diesem Fall dann direkte Vitrektomie und wir waren ganz stolz, aber nach 4 Wochen kam er dann mit diesem Befund, hat ein Thyroides Maculaedem entwickelt. Da war letztendlich dann auch ziemlich genervt und wollte eine schnelle Behandlung haben und deswegen hat er dann auch direkt eine Orthodex-Injektion bekommen und die war dann schnell weg. Ja. Der wollte nichts mehr, ne. Der wollte direkt schnelle Lösung haben. Okay. Das ist aber schwierig, ne? Wie bitte? Aber war erfolgreich in dem Fall. Also, letzter Patient, das ist das, was man, glaube ich, mitnehmen sollte, seit einigen Monaten Schatten an beiden Augen, 70 Jahre alt. Und das sah dann so aus. Und das war dann schon ein Fall, wo man ein bisschen weiter dann gedacht haben, dass es nicht einfach so eine hintere Glaskörperabhebung ist oder sein kann. Bei diesen Patienten haben wir dann eine Glaskörperaspiration durchgeführt und auch dann die Vitrektomie und das dann einschicken lassen, weil einfach ein Verdacht oder ein Ausschluss war von einem Lymphom. Das wird dann die Glaskörperaspirat unter Luftgewinnung letztendlich gemacht, damit das Auge stabilisiert wird und Sie so viel wie möglich von dem Glaskörper dann entfernen können. Vielen Dank. Das waren die Fälle zu den Glaskörpertrübungen. Darf ich noch zum zystoiden Ödem was sagen? 90% gehen ja innerhalb eines halben Jahres weg. Ja. Also nach Vitrektomie ist schon eh selten, aber ich würde... Das ist ja auch nicht mein Standardvorgehen, aber wenn Sie so einen Patienten schon, haben, der schon 6-mal Vitriolyse und alles gehabt hat, den möchten Sie dann nicht mehr so oft sehen. Und da wissen Sie, oder aber er einen ja auch nicht. Sie sehen ihn vielleicht mit dem Druck von 30 oder... Oder entsprechend mit, er hat ja dann auch wieder einen dicken Flauter, nämlich einen Balken drin, Osurdex. Das also, hat ihn aber nicht, der war so groß, dass der den nicht gestört hat. Was auch eine Alternative wäre, womit ich gute Erfahrungen habe, bei solchen Ödemen, ein Parabolbär-Triamcinolon zu spritzen. Und dann Nevanac ist eine Idee und wenn es darauf wirkt, sozusagen, ich meine, die Idee mit Osodex ist gut, ich wünsche, Osodex hätte die Zulassung dafür, dann hätten wir zumindest in der Kataraktchirurgie viel weniger Probleme, aber Parabolbär-Triam wäre auch eine machen Sie auch. Gut, ich glaube, jetzt haben wir da unsere Kaffeepause.